Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin auf der Mission, das Brotherhood Recon Team zu finden und letztes Mal habe ich hier Knight Estlin bei der Nationalgarde gefunden und deren Audiolog, das sie netterweise alle aufnehmen, führt mich ein Stück weiter zu einem Satellite Array, wo wir uns jetzt umschauen werden. Die Tür hier hinten habe ich gerade aufgehackt. Ich hoffe, die geht in irgendein besonderes Stück, was vielleicht abgeschlossen war. Ja? Sieht ein bisschen so aus. Sieht auch so ein bisschen nach ganz schlechtem Wetter aus. Das gefällt mir nicht. Oh ja. Ein legendärer Ghoul Reaver. Ich versuche ihn mal einfach so zu erschießen. Na komm. Okay. Abbruch. Ich brauche Righteous Authority. Und Crit in den Kopf. Oh oh. Ich muss, glaube ich, noch einen hinterher schicken. Das geht ja gut los. Das geht sehr gut los. Oh oh. Ich bin tot. Das war ein kurzer Auftritt, ja? Aber diesmal weiß ich ja, was da auf mich wartet. Ach du meine Güte. Bin gespannt, der müsste jetzt eigentlich direkt von innen drin laden. Dann nehme ich Righteous Authority in die Hand und dann wird kompromisslos losgeschossen. So, habe ich hier noch irgendwas gemacht? Ich glaube nicht, das war das Letzte, was ich getan habe. Also Licht aus. Wie man sieht, sieht man nichts. Noch einmal durch diese Tür und dann werde ich das gut machen. Ich hoffe, der ist auch wieder da, der legendäre Ghoul. Weil einen legendären Ghoul abzugreifen, das wäre natürlich schon was. Das sind eigentlich, das klingt jetzt blöd, relativ leichte Gegner. Ja, nee, ist keiner mehr da. Die Chance habe ich dann wohl vertan. Dann schießen wir dich über den Haufen. Das sollte ja ganz gut gehen. Das ärgert mich jetzt aber schon. Wer weiß, was der hatte. So, dich erledigen wir genauso. Und irgendjemand weiß noch, dass ich hier bin. Irgendjemand hat das gehört. Vielleicht ist der legendäre Ghoul ja draußen. Aber Military Duct Tape, das gefällt mir. Das ist zwar, ja, ist jetzt nicht unbedingt der tolleste Ersatz dafür. Aber es ist besser als nichts. Und noch ein Ladebildschirm. Okay. Wenn ihr meint, hier brauche ich wieder Licht. Wo gehe ich denn jetzt hier hin? Ich dachte, ich verlasse einfach nur das Gebiet. Aber nein, überhaupt nicht. Mal sehen, kann ich hier ohne Licht spielen? Ich kann hier nicht ohne Licht spielen. Ist absolut unmöglich. Da müsste ich ein paar Lighting-Mods wahrscheinlich anpassen. Ja, da ist er doch schon wieder, der Typ. Okay, Crit. Und der Nächste. Komm, 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 komm. Nicht noch einen Schlag. Jetzt sterbe ich schon wieder. Ich bin am Leben. Ich bin am Leben. Ich bin sowas von am Leben. Okay. Genau für solche Momente habe ich ja eigentlich Camps dabei. Psycho-Buff plus 3 Endurance plus 65 Hitchpoints noch dazu. Das werde ich jetzt gleich einfach nehmen. Vorher gucke ich mir allerdings an, wie viele Lebenspunkte ich habe. Ich habe jetzt 179 maximale Lebenspunkte. Wenn ich Psycho-Buff nehme, ja, durstig, das ist okay, steigt das auf 290. Dann hätte ich den ersten vielleicht sogar überlebt. Also das muss dann halt sein. Komme ich hier zurück? Mit Leertaste? Normalerweise steht hier unten Leertaste zurück. Funktioniert aber gerade nicht. Ich bin auch immer noch in Gefahr. Gucken wir aber trotzdem schnell mal, was das hier ist. Uiuiuiui. Wenn ich da mal keinen Schritt zurückgegangen wäre, wäre ich jetzt gleich tot. Und weiter geht's. Ich habe die Agility im Moment. Ich habe den Damage. Ich brauche die Crits wieder. Andere Richtung. Na? Irgendjemand hier, der auch weiß, wie er zu mir kommt, meine ich. Hallo? Und gleich habe ich wieder alle meine Crits. Ich darf die auf keinen Fall aufsparen. So. Es lief ja dann den Umständen entsprechend, sage ich jetzt mal. Ich könnte vielleicht sogar noch einen Redaway nehmen. Allerdings bin ich denn noch durstig? Schauen wir mal, was mich denn hier so, ja, ich bin noch durstig, was mich hier so belastet. Ich nehme 20% extra Schaden, das ist natürlich auch ein Problem. Also trinken wir erstmal ein bisschen Wasser. Ich habe ja genug Wasser. Ich habe ja extra in der letzten Folge so viele Wasserflaschen aufgefüllt, wie noch nie in einer Folge. Es war ja fürchterlich.
So, das brauchen wir nicht essen. Allerdings könnte ich irgendwas Kleines essen, was mein Health ein bisschen wieder hochbringt. Okay, geht hier ohne Licht? Hier geht auch nicht ohne Licht. Also ich habe da ein bisschen was schlecht installiert, glaube ich. Weil immer mit maximalem Licht zu spielen, ist auch nicht das Optimum. Alleine, weil die Gegner mich dadurch besser sehen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so reinschleiche? Da ist ein Ghoul, ja. Okay, Wetz kann mir auch da helfen. Ich weiß nur nicht, ob ich das wirklich will, dass Wetz mir dabei so hilft. Ja, das sieht schon irgendwie blöd aus. Also entweder entzünde ich wieder das normale Licht oder ich gewöhne mich... das kann ich einfach so aufmachen. Oder ich gewöhne mich tatsächlich an das hellstrahlende Pip-Boy-Licht und lebe halt damit, dass ich mich nicht an jeden anschleichen kann. Das ist definitiv eine Option. Okay, ich gehe mal optimistisch an diesen Terminal hier ran. Ich glaube, ich bin jetzt auch irgendwo drin, wo ich eigentlich nicht hin will. Andererseits folge ich ganz gerne solchen, solchen Ablenkungen im Spiel. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch machen, was auch immer hier jetzt zu machen ist. Und zu looten, was auch immer hier zu looten ist. Das Recon-Team ist schon so lange vermisst, das wird mir nicht weglaufen. Dich haben wir erschossen, das ging ja mal ohne Probleme. Leere Flaschen. Ja, ich brauche doch dringend das Wasser, aber ich glaube, von hier komme ich auch, ja. Das war der Weg, den ich gekommen bin. Kann man an den Leichen ganz gut erkennen. Dann bin ich hier links rein. Jetzt gehen wir hier rechts rum, beziehungsweise ich gehe erst zu links. Das ist eine alte Diablo 2 Angewohnheit, würde ich sagen. Immer den linken Weg gehen. Der führt meistens zum Ziel. Plasmamine und eine Babyrassel in einer Kiste. Ich weiß nicht, wer das gepackt hat und warum, aber interessante Kombi. Redaway? Ja, dann nehmen wir auch ein Redaway. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ich werde krank, dann nehme ich die Antibiotika, die ich jetzt massig habe. Ja, hungry und overtired. Okay, es können schlimme Sachen passieren. Dann nehmen wir Red Roach und Mudchops und nochmal Mudchops und nochmal Mudchops. Ach du meine Güte. Overtired, da kann ich wenig gegen tun, außer vielleicht ein bisschen Nuka-Cola trinken. Warum auch nicht? Die nimmt nur Platz in meinem Inventar weg. Ich kann sie auch benutzen. Okay, da haben wir einen Roamer, der auch roamen will. Da haben wir dich. Gut, dass ich doch ein bisschen schneller bin als ihr noch. Dandy Boy Apples? Ne, ich habe genug Food. Ich habe vor allem besseres Food. Ich habe hier auch ein Bett. Ich könnte hier überwintern. Ich könnte hier schlafen, aber ich habe Psycho-Buff genommen. Gamma-Rounds. Mit diesen Radiation-Weapons bin ich noch nicht so wirklich warm geworden. Soll heißen, ich habe noch keine benutzt. Da wäre ein grauer Anzug drin. Gefällt mir grau besser als mein schwarzer. Ist eine Detailfrage für später. Zum Thema Detailfragen für später. Was habe ich denn hier als legendäres Zeug eben aufgehoben? Ich habe das hier aufgehoben. Plus 1 Agility und Perception auf dem linken Bein. Da habe ich schon das Teil hier. Und was habe ich so jetzt? Light Combat Armor mit Pocketed. Da ist das wohl besser. Aber auf jeden Fall. Agility bringt mir was, Perception bringt mir was. Es hat größere Damage Resistance. Das Einzige, was fehlt, ist Pocketed. Dann werfen wir die Pocketed-Sache weg. Ja, tun wir. Roboticist, das behalte ich mal. Vielleicht baue ich mir dann doch nochmal so ein paar, ich sag mal, Flavor-Outfits, so ein paar Outfits für bestimmte Gegner. Dass ich, wenn ich dann Automatron mache, die Dinge anhab. Vielleicht tue ich das. So, hier runter will ich hier runter. Es sieht so aus, als käme ich hier nicht mehr so einfach hoch. Okay, da hinten. Du bist der Ghoul. Das hätte ich jetzt so nicht erkannt. So bist du kein Ghoul mehr, so bist du tot. Dann scheine ich aber hier irgendwo runterhüpfen zu müssen. Dann nehme ich den Raum hier zum Runterhüpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Was hältst denn du von einem Crit? Ja, Crit. Komm. Jetzt erschieß ihn auch. Das ist nicht so einfach hier. So, Aluminium, ja. Immer schön das Zeug looten.
Hast du mich erschreckt, Mülleimer? Es ist immer noch irgendjemand am Leben. Ich sollte eigentlich noch nicht looten. Ich sollte eigentlich mich hier umschauen und sehen, dass ich die Leute erschieße. Am besten mit der Waffe hier. Das ist notwendig. Absolut notwendig. Die kriegt die Crits schneller hoch. Sneak Attacks mache ich gegen die sowieso kaum. Und ein Crit macht richtig extra Schaden und kann mich retten. Was bei der 10mm eher nicht der Fall ist. So, hier ist nur ein Skelett drin. Sehr gut. Und Military Fatigues. Okay, habe ich die nicht sogar an schon? Tatsache, habe ich an wegen den 2 Agility. Interessant, guter Ort dafür. Ich würde jetzt auch Military Fatigues tatsächlich den Army Fatigues vorziehen. Die Army Fatigues haben plus 1 Stärke und plus 1 Agility. Und die Military Fatigues haben 2 Agility. Und die würde ich tatsächlich vorziehen, weil... Ach, hier könnte ich wieder hoch. Okay. Weil, Tragekapazität ist ja gerade nicht mehr mein größtes Problem, nachdem ich schon so viele Pocketed-Sachen habe. Aber Agility und Action-Punkte, das kann mir das Leben retten. Brahmin-Meat. Wie kommt denn das hier rein? Und ein Sneak-Manual. Hätte ich fast übersehen. Sehr gut. Das wird mir helfen. Ich müsste zwar mal das Licht ausmachen. Hallo. Ja, die schießen wir einfach über den Haufen. Kein Problem. Ich brauche noch ein bisschen viel Munition für euch. Ich kämpfe eigentlich lieber gegen Raider oder lieber am Offenen mit ein bisschen mehr Entfernung gegen euch Ghouls. Das liegt mir einfach mehr. So, dann essen wir noch ein bisschen was. Ja, komm mal, die Matchups alle. Das bringt ein bisschen Lebenspunkte zurück, aber nicht viel. Okay, essen wir ein bisschen mehr. Essen wir noch ein bisschen More Red. Das sieht doch schon viel besser aus. So, das sind Plastik-Trays. Ich will keine Plastik-Trays. Ich suche Aluminium-Trays. Okay, Tatos. Muss nicht unbedingt sein. Ich habe genug Zeug, aber den Wecker, da kann ich mitnehmen. Da ist gutes Zeug drin. So. Ist hier unten noch jemand? Ich könnte mal durch die Gegend rennen wie ein Bekloppter, um das herauszufinden. Eine Aluminiumdose, sicherlich gerne. Oh, da ist der Exit. Da kann ich also raus. Schauen wir noch einmal hier rein. Das ist der Raum unter dem anderen Raum, in dem ich schon war. Hier oben ist nichts drauf. Warum ist dieser Raum hier? Wofür bist du da? Es gibt doch immer einen Sinn. Oder auch nicht. Oh, hänge ich jetzt hier fest? Ich glaube ich... Nein, oder? Heute ist mein Tag. Ich merke das schon. Heute ist echt mein Tag. Ich bin mir unsicher, ob ich hier runterkomme wieder. Komm, hüpf, 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 steh auf und hüpf. Was ist denn hier los? Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Selbst im normalen Spiel würde ich jetzt hier festhängen. Auch wenn ich Schnellreise hätte, weil ich von hier nicht schnell reisen kann. So, habe ich eine Konsole? Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Konsole. Weil Survival Mode und all das. Jetzt, oder habe ich... Ich habe eine Konsole. Ich habe die ja angeschaltet hier wegen diesen God-Rays-Befehlen. Toggle Collision, glaube ich. Toggle Collision, ja... Das heißt, ich drücke jetzt wieder meinen Knopf. Auf Ö habe ich das gedrückt. Und dann drücken wir wieder Ö. Und dann drücken wir wieder Toggle Collision. Und schon habe ich wieder festen Boden unter den Füßen. Ist das nicht ein Wunder der Technik? So, hinaus hier. Mir reicht's. Zum Glück habe ich echt eine Konsole. Da habe ich in einem Skript Godray-Einstellungen eingestellt, die ein bisschen performanter sein sollen, aber nicht schlecht aussehen sollen. So, jetzt bin ich hier drin. Das habe ich von außen gesehen, konnte ich nicht aufmachen. Aber das Terminal kriege ich ja jetzt auf. Ohne Probleme. Ich frage mich, welche Tür ich jetzt aufgemacht habe. Und ob ich die da drin hätte finden können. Andererseits habe ich einen klaren Auftrag. Ich muss zu diesem Satellite Array. Ach so, die Tür vielleicht hier. Hier war doch eine, die war richtig hart verschlossen. Okay. Irgendjemand weiß, dass ich hier bin. Du zum Beispiel da unten, ja. Noch wer? Sieht nicht so aus erstmal. Ich dachte, ich hätte hier alles umgebracht, was hier rumlief. Das nehmen wir mit. Munition kann ich ja immer verkaufen. Dann gehen wir hier mal rein. In die Armory. Da könnten natürlich auch wieder Ghouls drin sein. Also sollte ich vielleicht gleich auf meine richtige Waffe wechseln.
Das ist natürlich toll. Laser Tripwires für Fiber Optics, die werde ich alle aufsammeln. Da kenne ich aber mal gar nichts hier. So, das ist eine Tür, da komme ich sogar rein. Ich will aber erstmal alle Tripwires wegmachen. Und die Ghouls erschießen. Okay. Ja, es ist enttäuschend. Ja, du kommst nicht zu mir, ich komme nicht zu dir. Oh. Das aktiviert wohl erst, wenn ich was falsch mache. Genau wie der Protektron da. Oder wie das Protektron? Weiß nicht, ob das ein Geschlecht hat. Sollte ich vielleicht mal fragen irgendwann, wenn ich einen treffe, mit dem man sprechen kann. Das nehmen wir doch mal alles mit hier. Also gut, vielleicht nicht die Pipe Revolver Rifle und auch nicht die Pistole. Ah, das Geld auf jeden Fall. Das Geld vergesse ich auch immer wieder extra zu lagern. Ich sag ja immer, das Geld ist wertvoll, weil das ist, wiegt nichts und man kann es dann in Diamond City zum Beispiel zum Handeln benutzen, aber dann tue ich es immer wieder als Junk in die Siedlung rein. So, kann ich dich aktivieren irgendwie vielleicht? Das wäre doch mal was. Hätte ich einen Freund. Ich such doch Freunde. So, du? Ich treffe dich auch von hier. Nee, keine Chance. Nehmen wir eine richtige Waffe in die Hand und machen das hier mal auf. Vielleicht hole ich mir sogar den Protektron. Nee, ist kein Terminal dafür da. Dann ist der wohl nur für die Fiber Optics da. Hi! Oh, du hast einen Totenkopf sogar. Ja, dann schieße ich dir einmal mit dem Crit in den Kopf und den Rest auf den Körper. Das sollte dich töten, ja. Jetzt noch zwei, drei auf den Körper. Und Level up! Perfekt. Glitchy, glitchy. Aber 111 Erfahrungspunkte. Ist bombastisch. So, ich glaube, meine Drogen haben aufgehört zu wirken. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen, was ich rauswerfe. Plus 3 Stärke ist schon ganz nett. Die auf jeden Fall. Die Combat Shotgun wollte ich mitnehmen, war die erste, die ich jetzt so bewusst wahrgenommen hatte. Das reicht eigentlich auch schon vom Rauswerfen. Okay. Das reicht schon. Also zumindest erstmal. Wer weiß, ob das diesen Raum, ob ich jetzt hier mich nicht gleich wieder überlade. Dann nehme ich einfach die nächste Droge. Kein Problem. Ich habe genug Zeug. Adhesive, Bourbon Bottle, lasse ich mal da, wo sie ist. All den Wonder Glue nehmen wir mit. Wobei, Glue wird jetzt bald kein Problem mehr sein. Oder ist vielleicht schon kein Problem mehr. Eine T60 Power Armor. Das ist natürlich nicht schlecht. Also Teile von einer T60. Können wir mal kurz gucken, was die so drauf hat. Ich kann mich zwar jetzt an meine alte nicht erinnern, aber T60 ist... Also ich habe eine T45 an, dann gibt es noch die 51 und dann gibt es die 60. Und dann gibt es noch die X1, das ist die zweitbeste Rüstung hier im Spiel. Ist halt Mark 1, also ist nicht unbedingt die beste Version davon, sondern eher die schlechteste. Sogar ziemlich genau die schlechteste davon. Eine Lunchbox, hätte ich fast übersehen. Aber das soll es dann auch gewesen sein, würde ich sagen, ja. Das soll es gewesen sein. Ich finde keinen Schlafsack hier drin. Richtig? Ja, kein Schlafsack hier drin. Also wieder hinaus. Schauen, dass wir weiterkommen, ohne dass ich noch ein Gebäude jetzt hier betrete, wo ich noch nicht drin war. Was jetzt aufgegangen ist. Aber ich glaube, das war die große Belohnung, die wir bekommen haben. Ach, und mein Level-Up sollte ich vielleicht machen. Ja, das machen wir mit schönem Wetter im Regen. Nein, machen wir natürlich nicht. Oder machen wir es doch im Regen. Ich guck mal, was hier drin ist. Hier drin war doch irgendwas drin, oder? Da, ja, genau. Da war irgendwas drin, da war ich auch schon mal drin. Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Es klang so nach Sentry Bot. Ich suche mir mal eine erhöhte... Oh Gott. Erhöhte Position, dann hau ich ab von hier. Maximale Geschwindigkeit. Ich habe keine Lust auf den Sentry-Bot. Ich glaube, den kann ich nicht töten. Das Satellite-Array, was ich da sehe, das ist es doch bestimmt. Ja, das ist es. Da bewege ich mich jetzt hin und den Sentry-Bot, den vergessen wir mal, dass wir den hier gesehen haben. So, ich könnte Sneak 1 erhöhen. Ich könnte. Was könnte ich denn noch so tun? Kommen nicht bald wieder all die Waffenskills? 27, okay. Dann haben wir hier Ninja 33, das dauert noch eine ganze Weile.
Criticals dauert noch eine Weile. Critical Banker dauert noch eine ganze Weile. Local Leader bin ich fertig. Science ist relativ bald. Irgendwann, ja, hier unten muss ich nicht hin. Also ich würde schon ganz gern nach Gang Fu kommen irgendwie, aber das ist ein Langzeitprojekt, wirklich. Ich hatte davon gesprochen, nach Grim Reaper Sprint mal zu schauen, ob ich da hinkomme. Das ist definitiv etwas. Wenn ich Sneak auf 4 steigere, dann kann ich... Oh, ja, ich glaube, das machen wir. Ja, komm, ich steigere Sneak. Sneak. Gerade wegen dem Sentrybot da hinten. Der kann mich mal. Rennen. Ja, da hätte ich auch nichts. Brauche ich keinen Sneak für. So. Jetzt habe ich wieder ein Distress-Signal. Okay, auf zum Radio. Und an geht's. Da geht mein Rollo hoch. Oh mein Gott. Heißt das, es ist 7 Uhr? Ich glaube, das heißt, es ist 7 Uhr. Ich weiß gerade, ob man das im Video hört. Das ist noch nie passiert. So, da haben wir Supermutanten, die da rumhängen. Die müssen weg. Ich habe ja noch meine super tolle Sniper-Waffe. Ich sollte einfach damit anfangen, euch abzuschießen, richtig? Das Kopfschüsse funktionieren doch bei euch auch ganz gut. Eine Black Bloatfly. Mit dir will ich keinen Ärger. War das ein Kopfschuss? Das war auf jeden Fall Sneak Attack Critical. Hätte ich mir jetzt mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Aber naja. Oh, das war komplett vorbei. Aber das war getroffen. So, dann habe ich jetzt sicherlich die Aufmerksamkeit von allen. Ja, du kannst mich riechen. Ich weiß zwar nicht, wie das bei dem Regen funktioniert, aber hey. Habe ich mich an... Oh, Sneak 4 ist echt mächtig. Das wäre mir früher nicht passiert. Tut mir auch leid, armer Hund. Ich bin einfach zu hoch geskillt jetzt schon. Sneak 5 ist völlig lächerlich. Also da kann man ja fast alles tun dann. Da habe ich einfach nur mal ins Blaue geschossen. Ja, ich glaube, dass... Ja, das ist wieder eine Bloatfly. Ach, da hinter dem Zaun bist du ein Supermutant? Nee, das ist kein Supermutant. Oh, Legendary Super Mutant Butcher. Ja, das wird ein Problem. Vielleicht kriege ich den ja... Da ist ein Suicider. Wer ist Mac? Wollen wir mal in die Richtung gehen? Ich will mal gucken, wer Mac ist. Vielleicht ist das ja jemand Freundliches, der mir hilft. Hallo Mac, ich brauche ein bisschen Hilfe. Da ist so ein Supermutant, ein suizidgefährdeter Supermutant. Wer bist du? Warum bist du hier? Was machst du hier? Welcome to Mac's Bar. We are currently open for business. Please excuse the mess. Why start a bar out here? Ever since I was little, I wanted to own a bar. A place where people could come and relax and tell me their troubles. Problem is, real estate is real hard to come by both of the major settlements. So I figured, why not start out here, huh? Anyway, what'll it be? Gott, für einen geistig Behinderten redest du ziemlich gut. I've got a few minutes to browse. I've got just the thing. Ich meine, es gibt einen Grund, warum das in Städten viel wert ist. Das Real Estate und warum es hier nichts wert ist. Du kaufst überhaupt nichts außer Essen und so Zeug. Ja, das will ich eigentlich nicht loswerden. Nö, will ich nicht loswerden. Ich hätte jetzt gerne Munition verkauft, um an dein Geld zu kommen oder so, aber nö. Das ist uninteressant für mich. So. Ich muss irgendwie diesen Supermutanten, diesen legendären Supermutanten da wegbekommen. Das wird nochmal eine Herausforderung. Vielleicht sollte ich auch... da ist mein verletzter Supermutantenfreund. Ich sehe dich überhaupt nicht. Nee. In Wets bist du sichtbar, aber so habe ich da überhaupt keinen Zugriff drauf. Ich will auch mal jemand anderen da ins Visier bekommen. Wo ist denn dieser Butcher hin? Rennen wir doch mal hier hoch. Ein Brute. Der Normalo. Und der Brute.
Selbst der Brute ist eine harte Nuss. Das wird nicht gut ausgehen. Okay, ich werde mal die Waffe hier nehmen, meine Sniper Rifle. Die doppelten Schaden macht bei Leuten, die volle Lebenspunkte haben. Das hat ja gut funktioniert, die ist mächtig. Nun, ich könnte mich auch mal dem Haus da umgucken, während ich darauf warte, dass die Supermutanten das Interesse an mir verlieren. Oh, und ich bin wieder müder geworden. Müder und durstig. Na komm, gehen wir in das Haus. Ich gehe sogar hier so ein bisschen durch das Wasser. Ach, keine Rats, sehr gut. Pflück ein bisschen das Glowing Fungus Teil da. Keins von den Dingern ist eine Tür. Schade. Hier dürfte jetzt nichts Gefährliches drin sein, oder? Glowing Fungus. Ne, hier ist echt nichts Gefährliches drin. Nur mehr Wonderglue und Öl. Oh mein Gott, ich will dieses Zeug so sehr. Ja, dann nehmen wir doch nochmal einen Buffout. Beziehungsweise einen Psycho-Buff. Wenn ich abhängig werde, werde ich halt abhängig. Dann nehme ich halt weiter das Zeug. Ist auch kein Problem. Ja, durstig, das ist vielleicht eher das Problem. Aber auch noch lange nicht. Genau, bring it on. Das sage ich auch immer. Gucken wir doch mal, ob 25% mehr Damage einen Unterschied machen gleich. Wo ist nochmal das Satellite Array? Ich habe mich doch schon wieder... Achso, ich soll jetzt dem Signal folgen. Ah ja, hier. Okay, okay. Da ist der legendäre Butcher. Ja, wie soll das denn was werden? Okay, das sieht schon besser aus. Ja. Jetzt muss ich das nur noch einsammeln. Also ein Crit mit doppeltem Schaden durch... ja, Licht aus, bitte. Ein Crit mit doppeltem Schaden durch volle Lebenspunkte von der Waffe. Kann Gegner töten, an die ich mich normalerweise nicht rantrauen dürfte. Zum Thema Gegner, an die ich mich nicht rantrauen darf. Der Suicider da unten. Der hat das überlebt. Okay. Okay, 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 okay. Der muss sterben. Der muss sterben. Der muss sowas von sterben. Nein. Wo ist denn diese Bombe? Ich will die Bombe treffen. Auch mit einem Crit, ja. Ich habe keine Lust, dass der mich umbringt. So. Du bist explodiert. Wen hast du mit dir genommen? Ich hoffe mal alle. Ja? Sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt, nicht? Man kann die ja auch normal töten und dann dafür deren Bombe einkassieren und dann hat man einen Fatman mehr. Aber was interessiert mich ein Fatman? Ich will leben. Okay, ich darf nicht so viel Zeug aufheben. Sonst muss ich zu meinem Psycho-Buff noch Alkohol trinken. Ja, ich will auch einen Kampf. Das ist mir genug Trefferchance. Warte mal, das ist... Ja, das ist mehr. War mir kurz unsicher, welches Körperteil für dich angucken. Ich will auf jeden Fall einen Crit wieder aufbauen, so bald als möglich. Und ich will finden, wo der legendäre Supermutant hingefallen ist, den ich so schön zerlegt habe. Okay, da oben ist ein Brute nochmal. Ich habe leider noch keinen Crit. Selbst wenn ich einen hätte, wäre das nicht unbedingt die Lösung. Ja, damit kann ich dich umbringen. Na, da oben ist noch so einer. Meine Fresse, ich darf mich von denen nicht sehen lassen. Wenn die mich sehen, dann muss ich rennen. Ich sag das hauptsächlich, damit ich es dann auch tue. Ja, da oben. Ich kann dich sehen. Ich bleib erstmal hier, bis der wieder das Interesse verliert. Schau mich vielleicht hier in diesen Containern um. Und sobald ich einen guten Schuss bekomme, hole ich mir wieder meine Sniperwaffe raus. Wie komme ich denn in diese Container rein? Ach, da oben ist ein normaler Supermutant. Den kann ich mir für das Ende aufheben. Hallo! Ja, da bin ich doch froh darüber, dass du so schnell gestorben bist. Zweimal Antibiotika.
Also langsam kann ich die auch nehmen, als hätte ich davon unendlich viele. Da ist die nächste Combat Shotgun. Das will ich mal kurz vergleichen. Also, das sind 126. Ja, ich habe schon die bessere Combat Shotgun, wenn ich mir das so angucke. Bis auf den ersten Blick. Im Moment kann ich ja auch eine Combat Shotgun noch nicht richtig einsetzen. Ich habe ja überhaupt noch nicht den Waffenskill dafür. Ich glaube, die Handcuffs, da ist auch was Interessantes drin. Ich glaube, da ist auch eine Schraube drin. Und Schrauben sind wertvoll. Mehr Bier und ein Bierrezept. Ich glaube, die kommen von irgendeiner Mod. Die ganzen Bierrezepte. So, ein Brute, hatte ich gesagt, war hier noch irgendwo. Und da hinten lief ein normaler Supermutant. Ja, da bist du. Aber der Brute interessiert mich mehr. Ja, du da oben. Du kommst ja auch gerade in meine Richtung. Das passt mir in den Kram. Das ist ein Gorebag. Ja, du stehst da oben richtig blöd für mich. Dann muss ich ein bisschen auf eine erhöhte Position oder nochmal weiter weg. Jetzt muss ich aber auch definitiv in alle Sachen hier reingehen, einfach damit ich mir sicher sein kann, dass ich die Leiche von dem Legendären finde. Also ich muss alles hier umbringen, was hier rumläuft. Alles sicher machen für mich. Oh, da ist dein Kopf abgeflogen. Wie schade. Also die Waffe gefällt mir echt gut. Das, die hat sich doch gelohnt. So, sieht mich jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin allein hier. Das war spannend. Hätte auch jederzeit schief gehen können. Ja. Es hätte auch jederzeit schief gehen können. So, ich muss auch mal wieder jemanden umbringen mit Nets, damit ich die, die Crits voll bekomme. So, dann renne ich erstmal hier hoch. Ja, all das mitnehmen. Oh, und hier geht es immer noch weiter und weiter und weiter. Ich darf nur nicht runterfallen. Vielleicht soll ich doch langsamer machen. Ja, würde ich ja in echt auch. Okay, ein Schuss. Der muss treffen. Und der nächste muss ein Crit sein. Und dann schießt er vorbei. Ich bin so glücklich. Was war das denn gerade für ein Kampf? Das war ja unglaublich. Ach ja, deswegen brauche ich dringend Crits. Weil da irgendwo so ein trolliger Supermutant Butcher rumsitzt mit einem Totenkopf und einem Missile Launcher. Fick dich, Spiel. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich schlafe jetzt auf deiner Matratze. Heieiei. Okay, Supermutantenrüstung. Interessiert mich nicht. Also, du bist ein Dreckschwein gewesen. Echt jetzt mal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich habe ein Safe Game. Ich habe ein Safe Game. Das heißt, ich kann hier ganz fürchterlich, unvorsichtig die Treppe runterrennen. Und ich muss echt diesen Supermutant finden. Den ich zum Brei geschossen habe, den legendären. Sagte es und ging weiter in irgendwelche Räume rein, wo definitiv keine Leiche von einem Supermutanten drin liegt. Aber ich glaube, hier finde ich dann auch niemanden mehr, der am Leben ist. Ich denke mal, alle, die hier von der Bruderschaft hingeflohen sind, sind auch entweder weitergeflohen oder tot. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche die Munition. Und das machen wir auch mal auf. Ich freue mich über die einfach verschlossenen Sachen. Das heißt, da kann ich auch noch dran teilnehmen. Ja, die nehme ich doch gerne. Ein weiteres Sneak Manual. Das ist ja super. Ich werde nie versuchen, Covert Ops zu sagen. Ja doch, jetzt habe ich es getan. Das war aber auch nicht der Turm mit dem Supermutanten. Mit dem Legendären drauf. Das könnte vielleicht hier gewesen sein. Wie komme ich denn da hoch? Dahin. Das ist jetzt auch bei 90%. Also vielleicht muss ich nur den Turm hier hoch. Du bist auch nur ein Brute. Was haben wir denn hier? Das sieht doch gut aus. Das nehmen wir alle mal mit. Wie hieß du, Scribe Ferris? Ja, ich mach das mal aus. Das nervt mich auch ziemlich.
So, bei den Waffen. Da fangen wir an, Sachen rauszuwerfen. Die Fusion Laser Rifle. Hat die irgendwas drin, was ich mag? Ein Overcharged Capacitor. Wir könnten das ja mal inspizieren. Und ein Improved Long Barrel. Außerdem Improved Sights. Okay, Old Faithful. Was hast du? Du hast auch ein Improved Barrel und ein Maximized Capacitor. Das ist, glaube ich, sogar mehr. Ich glaube, das ist mehr. Dann werfe ich dich auch wieder raus. Also ich kenne mich leider mit der Reihenfolge von den Dingern nicht wirklich aus. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man so viel craftet wie ich. So, jetzt wollte ich ja eigentlich Scribe Harris Holotape mir nochmal anhören. Oder wie auch immer er hieß. Scribe Ferris. Ferris. Ferris Goes to School oder so. Gibt's noch einen Film? This is Ferris. It's been 2 hours since the Paladin left. My leg. I can't staunch the bleeding. The bullet must have hit an artery. Brandis, if you get this, I hope you made it back to Aslan in time. There's nothing you can do for me. Get to the bunker up north. You will survive. That's all that... all that matters. Oh. Der letzte Überlebende. In einem Bunker. Paladin Brandis. Alle anderen sind tot. Und wo ist der scheiß Supermutant? Also die Leiche. Ich sehe sie nicht. Eventuell habe ich zu lange gewartet und bin zu lange dumm in der Gegend rumgelaufen. Könnte aber auch irgendwo einfach am Fußboden liegen. Ich glaube, der ist ja ziemlich spektakulär hier runtergefallen. Und das Licht wird ja immer besser. Vielleicht finde ich hier ja was. Meatbags. Nein. Meatbags. Jetzt wäre ich AK-47. So, Psychobuff hat aufgehört zu wirken. Jetzt ist wirklich ein Problem da. Dann müssen wir anfangen, Alkohol zu trinken. Na, ist nicht unter Aid. Nein, das ist nur meine Vorstellung von Alkohol. Es ist auch nicht unter Drugs. Alkohol gehört zu Drinks. Die Regeln des Spiels. Oh, ich habe nur plus 1 Stärke Alkohol. Das wird nicht so viel helfen. Da muss ich noch ein bisschen mehr fallen lassen jetzt. Mal sehen, ja. Ja, da muss ich noch viel mehr fallen lassen. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Da muss ich doch nochmal gucken, was ich an Junk loswerden kann. Also hier, die 8 Balls, die interessieren mich einen Scheiß. Stahl brauchen wir nicht unbedingt. Baby Rattle ist nur Plastik, das ist auch wieder nur Stahl. Cloth kann weg, Glas kann weg. Ich hebe ja doch eine Menge Scheiß auf, die ich nur aufhebe aus irgendwie Reflex. Und dann denke, warum habe ich das getan? So, hier Knochen. Knochen ist zwar ganz interessant und Leder ist auch ganz interessant, aber wenn ich ehrlich bin, brauchen tue ich es nicht. Genau wie das Glas hier. Ja, komm, wir machen nochmal die Knochen weg. Die wiegen immer ein halbes Pfund, jeder einzelne. Synth-Component habe ich nur aufgehoben, weil, keine Ahnung. Mhm. Das sind die besten Gründe immer, um Sachen zu tun. Warum haben sie das gemacht? Weil, keine Ahnung. Ja, das behalten wir mal alles schön. Das ist eigentlich ganz wertvolles Zeug. So, was die Ammo angeht. Ja, das... Ich meine, die Railway Spikes. Weg mit den Railway Spikes. Die sind zu schwer. Die interessieren mich auch nicht. Ansonsten würde ich das eigentlich alles behalten. So, dann fehlt mir jetzt nur noch ganz wenig und ich kann mich so schon wieder bewegen. Vielleicht sollte ich mich nochmal um mein Essen kümmern. Ach, ich weiß, was ich tue. Ich bin erstmal hungrig, da essen wir erstmal was. Und dann fangen wir an, Red Stack zu essen. Also erstmal essen, bis der Hunger vorbei ist. Und dann einmal Grilled Red Stack hinterher. Das hilft. So. Und jetzt suche ich den Butcher. War ich hier schon drauf? Antwort ist ja, war ich. Wo ist der legendäre Supermutant? Wo ist meine Belohnung für dieses harte Level hier? Wo ist der hingefallen? Ich habe ihn ungefähr irgendwo hier erschossen. Immer schön auf den Fußboden gucken. Ja, da ist doch was. Da war ich aber schon dran.
Nach genau sowas suche ich ja aber. Nach so einem One-Hit-Kill hinter, oder nach einem One-Hit-Kill-Überrest von dem Supermutanten. Ich finde das überhaupt unfair, wenn das gelöscht werden könnte. Aber es scheint manchmal so zu sein. Es ist mir nämlich schon mehrmals passiert, dass ich jemanden erschossen habe und dann die Leiche nicht finden konnte. Es ist halt ärgerlich bei so einem Gegner. Wahrscheinlich habe ich auch schon mehrmals, bin ich schon mehrmals dort vorbeigegangen. Und jeder hat es gesehen. Vielleicht der hier drin. Nee. Das sieht alles eklig aus. Und radioaktiv. Ihr habt euch einen schönen Ort ausgesucht. Meyer Lurkmeat. Ja, ich bin total überladen, aber trotzdem, ich kann immer noch Meyer Lurkmeat mitnehmen. Kein Problem. Ja, ich würde sagen, der hat halt gewonnen. Ja, der hat gewonnen. Der hat seine Waffen ins Grab genommen. Oder seine Rüstung. Oder was auch immer er hatte. Ich guck nochmal hier vorbei. Wir könnten ein bisschen kochen. Das ist definitiv eine Option. Habe ich gleich nochmal ein bisschen mehr Essen. Ja. Oh, ja, das machen wir natürlich auch. So, was haben wir da? Ribeye Steak. Ja, Red Scorpion Steak. Sehr gut. Und auch verlassen. Ja, aufstehen. Es geht weiter. Fauler Sack. Ah, ist schon ärgerlich. Aber was soll's. So, wo geht's denn jetzt weiter hier? Ich muss, glaube ich, ziemlich nach Norden. Ich muss ziemlich nach Norden. Das ist der Bunker. Das heißt, was ist der beste Weg? Ich bin ganz schön weit gekommen hier nach Osten. Deswegen wurde das auch so schwer zwischendurch. Jetzt macht das alles Sinn. Ich muss zurück zum Starlight Drive oder ich bewege mich direkt nach Ten Pines Bluff, den geraden Weg hier hoch. Da ist halt hier noch unerforschtes Territorium. Allerdings könnte ich auch hier unten vorbeischwingen und dann da hochgehen. Ja, ich setze mal den Marker nach Ten Pines Bluff. Dann gucken wir nochmal, ob hier ein Schlafsack drin war. Das wäre sehr angenehm. Ja. Konjunktiv und so, nicht? Das wäre sehr angenehm. Heißt, es ist nicht so. So, da drin ist auch ein Scheiß. Richtig? Richtig. Das heißt, ich muss entweder hier... Ja, ich gehe in diese Treppen hoch hier. Da oben war doch was drin. Also, da waren doch immer mal Schlafsäcke. Hier oben. Da, bei dir. Da werde ich mein Safe Game hinlegen. Und dann geht's weiter. Ach, es ärgert mich immer noch. Naja. Waffenmäßig bin ich ja ganz gut ausgestattet. So, wo muss ich hin? Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Folgen wir dem Kompass. Mein Pilzen hat aufgehört zu wirken. Zum Glück habe ich ja Red Steak an. Red Steak an, ja. Zum Glück habe ich Red Steak gegessen zum Frühstück. Was so langsam das Problem wird, ist meine Müdigkeit. Da könnte ich auch noch mal ein bisschen Nuka-Cola hinterher werfen. Ich frage mich, ob das überhaupt was bringt. Ich meine, ich fühle das Koffein. Ja, ja. Und tatsächlich, meine Actionpunkte werden mehr. Also das ist dann was für den Kampf eigentlich eher. Vor einem Kampf könnte ich dann anfangen, Nuka-Cola zu trinken. Okay. Ich habe ja gerade erst gespeichert. Dich kriege ich aber nicht tot. Wo kann ich denn... Der Combat Inhibitor, der wäre doch mal ein guter Punkt. Da muss ich aber deine Rückseite sehen, oder? Soll ich es mal probieren? Ich probiere es mal mit einem Crit. Ja, dann habe ich dich nur wütend gemacht mit. Ich sehe schon. So, dann fangen wir jetzt an und nehmen ein bisschen Psycho-Buff. Das kann man ja schnell vorher noch tun. Gleich Wasser hinterher kippen. Wo bist du? Hallo, dann versuche ich dich einfach umzuballern. Crit! Komm, Mr. Gatsi. Der schießt ganz schön schnell. Und er ist tot. Jetzt muss ich einen Schritt weggehen, weil legendäre Roboter explodieren. Es ging sogar relativ problemlos.
legendäre Roboter explodieren sogar ziemlich spektakulär. Sentry-Bots explodieren nochmal extra schön. Die explodieren dann zweimal. Was haben wir denn hier? Schönes. Ein 25% besserer Pool-Q. Na toll. Oder ein Kö, oder wie nennt man das Ding? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein französisches Wort. Da bin ich nicht für verantwortlich. Okay. 4 Fusion Cores. Die muss ich mitnehmen. Ich muss irgendwie damit nach Hause kommen und den nehme ich. Nein, nein, nein. Kommando zurück. Ich will da nicht rein. Dann hört all mein Pocket-Zeug, glaube ich, auch auf zu wirken, oder? Okay. Ich könnte die auch mit nach Hause nehmen. Andererseits will ich nicht. Nee. Ich will den Fusion Core. Ich warte auf eine bessere. Ja, ich will eine bessere Rüstung. Eine vollständige vor allem. Ich will nicht anfangen, hier Stückpack zu machen. So, das muss ich auch nicht speichern. Ist nicht unbedingt notwendig. Ich habe schließlich... Ja, komm, wir gehen einfach... Ich folge einfach dem Kompass. Wie ist denn das mit euch? Ja, ich hätte vielleicht direkt Wets benutzen sollen. Schließlich brauche ich die Crits. Ja, und ich brauche das Essen auch. Ja, du stehst jetzt da. Hast keine Lust mehr, weiter wegzulaufen. Na, wenn das dein Plan ist, dann geben wir dir doch, was du willst. Ein bisschen Crits sammeln und ein bisschen Fleisch farmen, damit ich auch schön Tragekapazität habe in Zukunft. Uiuiui. Jetzt habe ich Angst, dass das Auto explodiert. Und weg. Ja. Nicht länger bleiben als unbedingt nötig. So, laufe ich denn jetzt? Ja, ich laufe irgendwie auf das schon erkundete Gebiet zu. Solange ich mich immer mal in den Dreck werfe hier und mich nicht sieht. Okay, Distress Signal found. Habe ich einen von diesen Pulsern nicht aufgehoben? Wahrscheinlich, oder? Oder ist das jetzt was anderes? Ich werde es auf jeden Fall ignorieren. Kein Interesse an einem Distress-Signal. Ich bin hier für Nummer 1. Nummer 1, das bin ich, falls es nicht klar war. So. Tja, so läuft's. MedTech Research. Ja, da werden wir sicherlich auch irgendwann reingehen. Aber nicht jetzt. Ich habe nicht die Kapazität dafür. So, da waren doch Ghouls drin, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube aber, das ist wirklich ein, da waren Ghouls drin. Nee, da ist sogar noch ein Ghoul drin. Jetzt nicht mehr. Ich lasse mich immer so schnell ablenken, nicht? Plötzlich bin ich hier in diesem Parkhaus, wo ich eigentlich nichts zu suchen habe. Ja, ich habe hier nichts zu suchen. Was suche ich hier? Flamer Fuel und Red X, ganz genau. Ich suche hier nichts. Ich hau ab. Ab in diese Richtung. Irgendjemand hier? Nee. Schön. Dann kann ich hier ja wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger durchrennen. Ich ignoriere den Bunker erstmal. Das ist ein Stück zu weit weg. Die Malden Middle School. Ja, da werden wir auf jeden Fall reingehen. An den Namen erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht mehr, welche von den Schulen das war. Es gibt hier in Fallout 4 mehrere Schulen, in die man reingehen kann. Und ich glaube, das hat irgendwas auch mit dem Gebäude zu tun. Mal schauen. Bin mir unsicher, um ehrlich zu sein jetzt. Aber alles was für später. Das ist auf jeden Fall nicht die DB Tech. Weil in der DB Tech, da sind... schön. Das Wetter hat sich beruhigt. In der DB Tech sind ja Raider, wie wir letztes Mal erfahren haben. Ja, so gefällt mir das doch schon viel besser. Es sieht auch sehr friedlich aus hier und sehr ungefährlich. Ich habe ewig weit ein Sichtfeld. Ein ewig weites Sichtfeld. Ja, dich erschieße ich einfach. Ah! Okay, du hast mich gesehen. Ich verschwende hunderte Schuss an dich. So, irgendwer weiß noch, dass ich hier bin. Yep. Aber so weh tat das jetzt nicht, also. Das tat schon eher weh. Okay, ich hoffe, das waren nur so zwei Raider, die hier so einzeln rumhingen. Keine Lust auf ein ganzes
Haben wir vom ganzen Raider-Komplex wieder. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Ich habe mich an Drogen gewöhnt. Eine Medium-Dog-Armor. Also sollte ich mal wieder meinen Hund treffen, wäre das doch was für ihn. Es ist halt wieder, ja, ich nehme es mit. Exhausted. Ich kann nicht mehr rennen. Okay, ich hätte irgendwo mal schlafen sollen vielleicht. Dann werfe ich die Waffe erstmal raus. Oder die Waffen? Nee, die Waffe. Aber ich bin immer noch überladen ohne Ende. Was haben wir denn hier? Exhausted. Minus 2 Agility, minus 4 Stärke. Ja, das ist der Grund, warum ich nicht mehr rennen kann. Das heißt, ich muss anfangen und den Rest meiner Cola trinken. Ich hoffe, das hilft noch eine Weile. Ich muss dann nämlich echt mal zu meiner Siedlung zurück. Und mich ein bisschen aufs Ohr hauen. Sonst sterbe ich hier draußen noch. So, komme ich hier nicht hoch. Doch, ich komme hier hoch. Ich mag Bethesda-Spiele wegen sowas. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Ich mag, dass man überall hoch kann. Dass es hier keine impassierbaren oder nicht passierbaren Barrieren gibt. Das ist nicht so... Das will ich jetzt sagen, mal Mass Effect spiele. Was ja auch keine offene Welt ist. Aber da gibt es ständig Sachen, wo man nicht den Berg hoch kann. Weil es einfach nicht gedacht war, dass man da lang laufen kann. Aber hier kann man querfeld einlaufen. Das empfinde ich jetzt sehr, sehr angenehm. Was ist denn hier ab? Ach, der Flieger. Ja, da bleibe ich auch mal... Oh, ein Minuteman. Da helfe ich doch mal. Ja, ich wollte gerade sagen, da bleibe ich mal weg von. Aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja mein Typ. Oh Gott, ein Assault Rifle. Ja, da... Ich war niemals hier. Bin ich der General der Minuteman? Ups, das habe ich wohl vergessen. Ist der Assault Rifle noch hinter mir her? Also ein Assault Rifle kriege ich nicht tot. Also wahrscheinlich schon, aber... Warum? Warum würde ich es tun? Für die Minutemen, oder was? Ja, vermutlich. Du bist tot. Ich habe Angst, dass das Vieh hinter mir herkommt. Diese Roboter sind kein Spaß. Die verstehen auch keinen Spaß. Viel Glück, lieber Minuteman. Ich denke an dich. So, wo ist denn jetzt meine Siedlung? Direkt geradeaus. Sehr gut. Ja, so starke Prinzipien habe ich. Oh, sieht schlecht aus für meine Seite. Na, dann hauen wir mal ab. Oh. Keine Lust. Stirb. Mehr von euch? Mehr von euch. Eine Black Bloatfly. Dir schieße ich in Boppes. Keine Ahnung, warum du von mir wegfliegst. Sonst seid ihr doch auch nicht so schüchtern. Okay, bist du mein Siedler? Du bist nicht mein Siedler, nicht? Du bist einfach nur so ein Siedler, der hier so rumhängt. Ja. Chefhead. Was kann ein Chefhead? Plus 1 Glück. Ja, ist auch eine lustige Option, wenn man sowas haben will. Sie haben mich verloren, die Viecher. Ich weiß auch nur nicht, wer sind denn die Viecher, die mich verloren haben. Also da liegt eine Fragmine, über die kann ich ja einfach drüber schleichen. Das ist jetzt kein Problem mehr. Entweder drüber schleichen oder drüber rennen. Oh, das ist eine gute Option. Ich werde einfach mal weiter schleichen. Wobei ich keine Zeit habe an sich. Ich muss... Ja, ich habe... Ja, das kriege ich hin. Ich muss nämlich, bevor meine Cola aufhört zu wirken, muss ich eigentlich da angekommen sein. Ich hätte auch Minen legen können für den Assaultron. Allerdings sind Assaultrons so fix unterwegs. Ob das was geworden wäre, kann ich nicht sagen. So, wie komme ich denn am besten da hoch? Ja, Psycho-Buff hat jetzt auch noch aufgehört zu wirken. Will ich ein neues Psycho-Buff nehmen? Ich muss, glaube ich. Sonst habe ich keinen Weg, wie ich das ganze Zeug nach Hause tragen kann. Also nehmen wir nochmal einen Psycho-Buff in der Hoffnung, dass... Oder normales Buff-Out. Ja, nehmen wir normales Buff-Out. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Ich bin nicht abhängig geworden. Ich habe da... da oben muss ich rüber. Okay. Sieht doch aus, als würde da sich jemand draufstellen und Wegezoll verlangen. Das war wahrscheinlich die Raider-Station da. Na, gehörte die da dazu? Keine Ahnung. Ich werde hier einfach nicht lange bleiben und direkt in mein sicheres Bett da oben rennen. Das klingt auch nach einem guten Plan. Oh ja,
Meine Kanone. Meine 8 Siedler oder wie viele auch immer hier leben. So schön. So, dann mache ich tatsächlich, was ich gesagt habe. Nee, das ist kein Bett für mich. Ich muss in dieses komisch platzierte Haus. Da habe ich mich. Was? Nein, du kannst nichts für mich tun. Hast du mich mal angeguckt? Ich bin wunschlos glücklich. Ich gebe dir morgen einen Job. Oder heute Nacht. Ja. Sieht so aus, als würde ich heute Nacht einen Job verteilen. Oh, so ist gleich viel, viel besser. Sodala. Ja? Ja? Wie geht's dir? Ich hätte vielleicht mal mein ganzes Zeug weglegen können. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich noch so viel tragen kann. Ist, wenn man schläft, habe ich immer noch? Nee. Also ich kann, ja, okay. Also wenn mit Debuffs und Buffs weg, kann ich wieder alles tragen, was ich dabei habe. Das ist interessant. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich denke, dann höre ich auch hier mal auf. Es muss ja nicht jede Folge 1,5 Stunden lang sein. Und bereite mich darauf vor, dann nächstes Mal hier oben Paladin Brandis abzuholen.